Geiz ist on the beat. Hello, welcome back to my channel. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Falls ihr das erste Mal hier seid, ich heiße Sonja und ihr seid hier bei Miss Lebe. Also, freut mich, dass ihr hier seid. Bevor wir loslegen, vergesst nicht den Kanal zu abonnieren, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und klickt auf diese wundervolle Glocke, damit ihr meine nächsten Videos nicht verpasst. Also, das heutige Video, da geht es um meine Shopping Queen Erfahrung. Und diese wollte ich einfach mal mit euch teilen, euch mal erzählen, wie es so war, wie es so behind the scenes abläuft. Ich denke, dass ich das in zwei Teilen machen werde, damit das Video nicht zu lang ist, weil ich will euch das nicht zumuten, dass ihr mir 60 Minuten zuhören müsst. Teils war dann mehr über die Filmtage und teils dann der Anfang. Let's go! Also erstmal ist es so, dass ich schon immer Shopping geguckt habe mit meiner Mutter. Wir sind beide richtige Fans gewesen. Meine Mutter liebt Guido Maria Kretschmar und die Sendung. Und irgendwann, vor vielen, vielen Jahren, hat sie dann irgendwie zu mir gemeint, so, boah, bewirb du dich mal, weil, keine Ahnung, ich hab Schiss, wenn ich mich da bewerbe. Manchmal hat der Guido ein paar fiese Sprüche und dann macht er mich fertig. Und dann habe ich mir gedacht, okay, just for fun, hab mich dann beworben. Das war, glaube ich, vor 6 Jahren oder so. Und die haben mich, glaube ich, zuerst nicht genommen. Und es ist halt so, wenn man sich einmal bewirbt, du bist dann einfach direkt da schon deren Karteikarte quasi. Und dann, ein paar Jahre später, haben die mich kontaktiert, weil ich habe in Wiesbaden gelebt und soll halt Bescheid sagen, ob ich überhaupt kann. Und das war halt irgendwie so im November oder sowas. Das ist so mega kurzfristig und für Dezember. Und Leute, ich hatte früher nur 24 Urlaubstage. 24. Und wer mich schon seit längerem auf Instagram folgt, weiß, dass ich gerne reise. Das heißt, ich habe eh immer versucht, so Brückentage zu nehmen und so weiter und so fort. Und dann meinten die so, ja, du musst dir eine volle Woche frei nehmen. Und ich hatte nur noch einen Urlaubstag oder sowas. Und ich so, scheiße. Ich so, ja, ich kann immer früher Feierabend machen. Geht das dann? Und die so, nein. Ich so, hä, warum reicht es nicht aus, wenn ich früher Feierabend mache? Ich habe das gar nicht kapiert oder nicht gewusst, dass man da wirklich so einen ganzen Tag halt dreht, ja. Und dann hat es dann leider nicht geklappt. Und dann vor 2,5 Jahren ungefähr haben die mich dann nochmal kontaktiert, wieder für Mainz Wiesbaden. Und da bin ich gerade nach Köln gezogen und ich so, scheiße, ich wohne jetzt in Köln. Könnt ihr euch das merken? Und die so, ja, ja, notieren wir uns, okay. Und ich dachte so, toll, hast wieder eine Chance verpasst. Da haben die mich dann vor einem Jahr quasi, also 2019 im November, glaube ich, wieder kontaktiert für Köln endlich. Ich habe mich mega gefreut. Habe dann zuerst eine E-Mail bekommen, sollte dann sagen, ob ich dann halt im Januar diese Tage halt kann. Und dann habe ich halt natürlich sofort ja gesagt. Dann gab es ein Telefoninterview. Bei dem Telefoninterview werden dir dann nochmal Fragen gestellt, von was von dir erzählen, deine Hobbys, dein Modestil ist, wen du als Shopping Queen Begleitung mitnehmen würdest. Das muss man auch vorher schon in der Bewerbung schreiben alles. Also, ja, und dann haben die gesagt, so ja okay, entweder die melden sich oder die melden sich nicht. Und dann haben die sich aber wieder gemeldet und dann hatte ich, glaube ich, 2 Wochen später oder sowas, kam so ein Typ nach Hause. Das ist so ein Typ halt von der Castingagentur. Da soll halt, wenn möglich, die Shopping-Begleitung auch schon dabei sein. Also war meine Mama da, meine kleine Schwester. Und der Typ kam halt und hat sich dann meine Wohnung angeguckt. Ich musste quasi, so wie in der echten Sendung, die Tür öffnen, diese Begrüßung machen. Der hat halt alles gefilmt, durch die Wohnung führen. Ich musste Klamotten anprobieren. Das war übrigens auch dieses hässliche Bild von mir, das die auf Instagram gemacht haben mit dem grünen Kleid. Das war von dem Tag, wo der Typ hier war. Weil ich sollte dann ein Kleid anziehen. Und da meinte er halt, das sehen sich dann halt die Leute im Studio an. Und ja, wenn ich Glück habe, melden die sich. Und wenn die sich nicht melden, war ich halt nicht gut genug fürs Fernsehen quasi. Ja, und dann haben die sich aber gemeldet. Ich habe mich dann mega gefreut. Und dann bekommst du halt ständig E-Mails von denen. Und man muss halt vorher schon eine Liste schicken, ich glaube mit mindestens 20 Geschäften und Friseur und Make-up, wo man hingehen würde. Und man soll halt so viele wie möglich angeben. Und das Ding ist, ihr fragt euch sicher immer, warum die nicht zu H&M und Zara gehen. Ganz ehrlich, Leute, wäre ich zu Zara gegangen, hätte ich locker easy going gewonnen. Ich bin einmal Zara-Girl. Aber die meisten großen Ketten geben keine Drehgenehmigung. Also ich denke mal, ein Zara ist aber nicht nötig. Leute, Zara macht noch nicht mal so Werbung. Ist euch das schon mal aufgefallen? Zara macht keine Werbung. Ihr seht keine Plakate von Zara an der Bushaltestelle. Sie machen keine Fernsehwerbung. Die holen sich keinen David Beckham. Ich kann es auch irgendwie verstehen. Ich glaube, manche wollen auch einfach nicht, dass da so ein Fernsehteam rumläuft und so, wenn Kunden da am Einkaufen sind. Deswegen ist es meistens so, dass Boutiquen zustimmen. Ich meine, es ist kostenlose Werbung. Klar, wenn du einen Laden hast, freust du dich, wenn Shopping Queen kommt.
Dann wurde uns schon so geraten, keine Ketten zu nehmen. Ein bisschen umgesehen und habe mir jeden Laden notiert und dann das halt eingeschickt. Und dann musste ich halt auch so Frisur und Make-up. Und das Ding war, ich meine, ich bin schwarz, wie ihr sehen könnt. Es ist halt so, wenn du selbst kein Friseur oder Make-up eingibst, dann suchen die dir einfach irgendwas raus. Genauso ist es, weil ich habe dann auch damals bei dem Telefoninterview so gefragt, ich so, okay, ihr habt ja manchmal so Special-Mottos, ne? Zum Beispiel, wenn es Hochzeit ist oder sowas. Woher soll ich wissen, dass ich ein Hochzeitsgeschäft angeben soll? Bei so speziellen Mottos suchen die schon so die Läden für die Kandidaten aus, wo die dann wissen, okay, da findet sie einen Hut, wenn das Thema Hut ist. Also beim Make-up war es halt so, dass ich halt gedacht habe, okay, scheiße, was machst du? Es ist einfach so, dass nicht jeder weiße Make-up-Artist uns halt schminken kann oder den richtigen Ton da hat. Und dann wusste ich halt, okay, mir wurde dann gesagt, dass es bei MAC irgendeinen coolen Typen gibt, der mega gut schminkt. Also habe ich halt so MAC angegeben und Douglas und habe aber parallel auch jemanden, den ich kenne, gefragt, ob er mich schminken würde. Die Person kommt halt jetzt nicht hier aus der Region, aber habe dann halt eine andere Friseurin angeschrieben, auch eine Schwarze, ob sie mir halt meine Perücke stylen könnte an dem Tag, ja. Habe dann das da alles so abgegeben und dann war es eigentlich nur noch dieses Warten so ein bisschen. Man hat immer wieder so ein paar Infos bekommen. Manchmal hat sich dann die Woche verschoben, keine Ahnung was. Und irgendwann stand es endlich fest. Ich glaube, das war so um den 20. Januar rum, dass da halt gedreht wird. Und dann muss man auch noch so einen Typisierungsdreh machen. Das ist das, was ihr immer am Anfang seht, wo ihr die Kandidatin bei ihrem Hobby oder sowas seht. Bei mir war es halt so, ich habe halt kein typisches Hobby, ne? Also ich nicht irgendwie Fechten oder irgendeinen Sport oder sowas oder spiele Schach oder so. Meine Hobbys sind halt so, ich lese halt gerne, ich reise gerne, gehe gerne ins Kino, ich liebe Filme, das sind so meine Hobbys und mit meinen Freunden. Und dann habe ich gedacht, okay, was soll ich machen? Und dann kamen die an und meinten so, ja, kannst doch Lasertag spielen gehen. Und ich so, ich habe noch nie in meinem Leben Lasertag gespielt. Das wäre komplett die Lüge, wenn ich dann sagen würde, das ist mein Hobby. Dann habe ich halt überlegt und dann habe ich halt meine Freunde gefragt und so. Also meine Freunde waren echt die ganze Zeit für mich da, mega unterstützend. Nochmal, danke Leute. Ich liebe euch. Ich spiele halt immer mit meinen Freunden so ein Game of Thrones Spiel, also mit einigen meiner Freunde, weil wir so mega die Game of Thrones Nerds waren. Dann habe ich gedacht, okay, ich könnte mit meinen Freunden das Spiel spielen und so. Und dann meinten die, okay, das könnt ihr aber nicht bei mir zu Hause drehen, weil dann würde man ja schon meine Wohnung sehen. Okay, in einem Café, dann haben die irgendwie gemeint, sie hätten keine Drehgenehmigung bekommen. Und die haben auch immer wieder gefragt, so hier, Lasertag, Lasertag, Lasertag. Und ich hatte einfach das Gefühl, als hätten die mich schon so in so eine Schublade gesteckt, als hätten die schon so einen Plan, wie die Sonja Lebe darstellen wollen. Wisst ihr, was ich meine? Weil ich ja eh auch angegeben hatte, hier, ich bin auch so ein Nerd und ich stehe auf das und das, ich zocke gerne, ich mag Anime, Superhelden und so weiter und so fort. Aber ich habe noch nie bei mir im Lasertag gespielt. Und ich dachte, okay. Und irgendwann am Ende musste ich dann zustimmen. Dann habe ich halt Freunde von mir kontaktiert, wer Bock hätte, wer Zeit hätte, wer nach Köln kommen könnte, weil meine Freunde alle nicht hier wohnen. Ich habe hier nur eine Freundin. Und parallel habe ich halt mit Make-up-Artist und Friseurin gesprochen, um da alles zu organisieren. Und jetzt kommt der Knüller, Leute, wie ich im Stich gelassen wurde. Ich muss dir sagen, ich bin auf Instagram ein bisschen emotional geworden, weil ich emotional war. Und jetzt ein Jahr später, als die Ausstrahlung war, kam alles wieder so hoch. Ey Leute, ich habe damals Rotz und Wasser geheult, weil ich einfach ein paar Tage vorher im Stich gelassen wurde. Was ist passiert? Bei der Friseurin war es so, 2 Monate davor hatte sie auf Instagram ein Gewinnspiel gehabt. Und Leute, ich gewinne nie bei Gewinnspielen. Ich gewinne nie bei Gewinnspielen. Aber das Gewinnspiel habe ich irgendwie gewonnen. Ich weiß nicht wie. Und es war halt irgendwie, dass man wie Rabatt bekommt auf eine Perücke deiner Wahl, auf eine Wig deiner Wahl von ihr, was ich glaube 50% oder sowas, ich weiß nicht mehr genau. Und das habe ich halt gewonnen. Ich habe mich mega gefreut, weil ich habe noch nie was gewonnen. Habe sie dann, als ich gewonnen habe, kontaktiert, habe gesagt, hier, wirklich meine Wahl, die so, ja. Dann habe ich halt ihr ein Bild von ihrer Seite geschickt. Ich so, hier, ich hätte gerne so eine Perücke mit Locken. Und das Ding ist halt, ich besitze ja schon mehrere Perücken. Ich habe 2 lange Perücken in Schwarz. Ich habe einen Bob, ich hatte blonde Haare und wollte unbedingt eine Perücke haben mit Locken. Habe ich erst geschickt, habe gesagt, das hätte ich gerne. Und dann hat sie gesagt, ja, kein Problem, dies, das. Die meinte halt natürlich Vorkasse und so. Ich so, kein Problem. Und ich bin in dem Januar halt noch nach London geflogen. Also wir haben im Dezember geschrieben. Und dann hat sie mir gesagt, wollte ich die Perücke halt sofort haben. Dann hat sie gesagt, ja, nee, schafft sie nicht mehr, weil sie geht bald in Urlaub, weil die Feiertage kommen, Weihnachten und so weiter. Dann habe ich gemeint, okay, Mitte Januar fliege ich nach London, schaffst du das dann bis dahin? Die so, ja, kein Problem.
Dann haben wir auf WhatsApp gewechselt. Ich habe die immer wieder angeschrieben, habe gesagt, hier, ich würde gerne überweisen, kannst du mir die Kontaktdaten schicken, bla bla bla. Wird dann immer so voll spät immer geantwortet. Also so Tage später oder so. Und dann irgendwann meinte sie so, ja sorry, ich habe es nicht geschafft, so ein paar Tage oder eine Woche vor meinem Flug nach London, ne? Obwohl ich sogar immer wieder gefragt habe, hier, kannst du mir die Bankdaten schicken, ich will dir das Geld überweisen, dies, das. Und dann hat sie geschrieben, ja sorry, Süße, ich habe es nicht geschafft. Und ich so, okay, kein Problem, ne, passiert. Und dann habe ich ihr halt erzählt, dass ich bei Shopping Queen mal mitmache und ob sie es bis dahin schafft. Also, und ob sie beim Shoppingtag an dem Donnerstag, ob sie mir die Haare stylen könnte, sprich mir die Perücke ankleben und halt hier so Babyhaare machen. Also die, die schwarz sind unter euch, ihr wisst, was ich meine. Das muss halt immer angeklebt werden, fixiert werden. Hat sie gesagt, ja, kein Problem. Und sie hat auch schon Fernseherfahrung. Sie hatte schon mal bei sowas mitgemacht und so weiter. Und dann hat sie zu mir gesagt, dass sie doch so eine tolle Idee hätte. Die sagt, ja, hier, ich habe mega die Idee. Ich stelle dir zwei Perücken zur Verfügung. Einmal ein Frontal, einmal ein Closure. Und dann gucken wir einfach, wie viel Zeit ist, weil ich weiß, das ist immer mega stressig und man weiß ja nie, wann du fertig bist, wie viel Zeit du dann hast. Und je nachdem machen wir die eine oder die andere. Und dann habe ich auch gefragt, ich so, okay, wie viel willst du dafür haben und so. Also wir haben halt über Audios kommuniziert und sie ist nicht drauf eingegangen auf meine Frage. Und wer mich kennt, ich bin jetzt kein Mensch, der überall hingeht und sagt, wir müssen irgendwas umsonst haben. Weil sie hat es so dargestellt, als würde sie es mir for free zur Verfügung stellen. Und ich habe auch gesagt, so hier, ich bezahle auch deine Fahrtkosten, dies, das. Und dann meinte sie so, nee, nee, Süße, ich komme mit dem Auto, mach dir gar keine Sorgen. Alles gut, mach dir keine Sorgen. Und ja, und dann haben wir halt so geredet. Und dann irgendwann, so kurz davor, ich habe ihr dann halt die Adresse geschickt, wo sie hinkommen muss zum Friseur. Und dann meinte die so, ja, sie macht mir eine glatte Perücke und ich soll ihr irgendwie 150 Euro dafür zahlen. Ich soll halt meinen Gutschein benutzen. Und dann meinte ich so, hä, Moment, warum soll ich meinen Gutschein benutzen? Weil von dem Gutschein wollte ich eine Lockenperücke von dir, weil ich keine besitze. Aber ich habe zwei lange glatte Perücken. Sprich, für Shopping Queen kann ich auch eine von meinen glatten Perücken nehmen und du installierst sie mir nur. Also ich weiß nicht, ob ihr es versteht, ne? Ich sollte den Gutschein benutzen, um nochmal eine Perücke zu kaufen, die einfach nur lang und schwarz ist, wie die zwei Perücken, die ich bereits besitze. Und ihr wisst, wie teuer Perücken sind. Und das habe ich einfach nicht verstanden. Habe ich halt gesagt so, nein, also warum muss ich das tun? Und ich habe dich vorher die ganze Zeit gefragt, ob du Geld dafür willst oder nicht. Und du bist nicht drauf eingegangen. Und dann habe ich es einer Freundin erzählt, die halt schon mal Perücken bei ihr gekauft hat. Und dann hat meine Freundin gesagt so, voll komisch. Und sag ihr noch, dass es ja auch Werbung für sie ist, sie profitiert beide und warum will sie dir das halt so aufzwingen? Und dann habe ich ihr das gesagt, habe halt so voll lieb gesagt, ich so, es ist auch Werbung für dich und bla 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 und lieber nehme ich halt eine Perücke von mir, ich möchte es nur installiert haben und so weiter und so fort. Und auf einmal hat sie dann so gemeint zu Janine, dass sie mir das nicht mehr machen kann und so, dass sie Werbung nicht nötig hat und bla 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 und ihr Mann wäre jetzt auch dagegen und die arbeiten irgendwie zusammen und keine Ahnung was. Ich glaube, das war Freitag oder Samstags. Und sonntags war schon mein Typisierungsdreh und montags hätte die Shopping Queen Woche angefangen. Und die von Shopping Queen, müsst ihr wissen, haben mir die ganze Zeit ja geschrieben, E-Mails, mich angerufen, weil sie die Preisliste vom Make-up-Artist und Friseur haben wollten. Weil das Ding ist, die wollen alles vorher haben, damit es halt nicht irgendwie ist, dass es irgendwie Freunde von ihr sind und keine Ahnung, auf einmal zahlst du fürs Make-up nur 10 Euro, sondern die wollen realistische Preise haben und wollen vorher alles haben. Wenn ihr shoppen geht, die diskutieren ständig mit den ganzen Verkäufern und so weiter und überprüfen, ob der Sale echt ist, ob die Preise echt sind. Und deswegen musste ich die ganze Zeit die Preisliste einreichen und ja, und dann meinten die so schon so zu mir so, ja, wenn es nicht klappt, wir besorgen dir jemanden. Und ich so, scheiße, ey, wenn die mich zu irgendeinem deutschen Friseur schicken, wo ich noch nie war und der dann auch vielleicht mein Make-up nicht hat, bin ich halt einfach am Arsch. Und dann hat die mir quasi so abgesagt und dann parallel hat mir Make-up-Artist auch abgesagt. Es war irgendeine doofe Ausrede, ich weiß gar nicht mehr, was die Ausrede war. Und dann habe ich beiden denselben Text geschrieben, dass ich mega enttäuscht bin und dass ich das nicht sozial finde, einen Kunden so kurzfristig hängen zu lassen, zumal es auch noch ein Fernsehdreh ist und nicht einfach so just for fun und ich da den Leuten auch Rechenschaft schuldig bin und mich dann so kurzfristig hängen zu lassen. Und dann hat sie eine Story gemacht und hat gepostet, manche Leute sind ja famegeil, aber ich nicht oder ich bin nicht famegeil oder sonstiges. Und Leute, wer mich kennt, weiß, ich gehe Konfrontationen aus dem Weg.
In dem Sinne von nicht, dass ich Angst habe vor Konfrontation oder vor Menschen, aber meistens ist es mir das einfach nicht wert. Like, wenn du scheiße zu mir bist, dann sage ich einfach, okay, leb dein Leben, ich lebe mein Leben bei. Ja, auf Französisch gibt es ein Sprichwort, man sagt, on répond les imbéciles par le silence. Und das ist eines meiner Lebensmottos. Ich mache mir gar nicht die Mühe, irgendeinen Bitchfight zu machen, mit irgendjemandem zu diskutieren, mich mit irgendjemandem zu schlagen, mit irgendjemandem zu beleidigen. Ich bin zu stolz dafür und dafür bin ich mir meistens zu schade. Es gab schon Momente, wo ich gehört habe, Leute reden scheiße über mich, wo ich überlegt habe, okay, soll ich die konfrontieren? Weil manche Leute muss man auch einfach konfrontieren, damit die damit aufhören. Aber meistens bin ich mir einfach zu schade. Und ich hatte einfach gedacht, okay, ich ignoriere sie einfach, ich suche jetzt eine neue Lösung. Habe dann auch schon auf Instagram gepostet, dass ich halt jemanden für Haare suche. Dann hat sie auch geschrieben, ja, ich habe gesehen, du hast schon gepostet. Ich so, ja, weil du redest hier wischiwaschi, sagst mir ab. Ich so, ich weiß einfach nicht, was Sache ist. Und dann hat sie diesen Post gemacht und da bin ich ausgerastet, wirklich. Also, sorry, ne? Und dann habe ich sie angeschrieben und geschrieben, ah, okay, du bist nicht famegeil, okay? Und habe halt geschrieben, dass es halt echt einfach asozial ist, einen Kunden so kurzfristig hängen zu lassen. Dann hat sie noch irgendwas geschrieben. Ich habe einfach ihre Nummer blockiert und dachte mir so, scheiß drauf. Parallel Make-up-Artist ebenfalls abgesagt. Irgendeine dumme Ausrede von wegen, kann ich nach Köln kommen? Und ich so, ernsthaft? Und danach kam halt so am nächsten Tag so, ja, kein Geld für die Fahrt. Und dann habe ich gesagt, hey, das ist doch das kleinste Problem. Ich kann dir Flixbus bezahlen, ich kann dir BlaBlaCar bezahlen, ich kann dir einen Zug bezahlen. Das ist alles kein Problem. Aber sprich doch mit mir und sag mir nicht einfach einen Tag vorher an. Parallel hat mir dann diese Friseurin, hat mich dann auf Instagram angeschrieben, weil ich habe sie auf WhatsApp ja blockiert. Und meinte so, ja, du kennst mich nicht, du kannst mich nicht asozial nennen und so. Und ich so, ja, habe nicht dich asozial genannt, aber ich habe gesagt, dass das ein asoziales Verhalten ist, einen Kunden so kurzfristig hängen zu lassen. Ich habe dann nochmal quasi den ganzen Sachverhalt nochmal zusammengefasst in so einem Text und habe mir nochmal geschrieben. Ich habe dich erstmal lässt du mich hängen für eine Perücke, für einen Gutschein, den ich bei dir gewonnen habe, die ich schon für London haben wollte. Sagst mir kurz vorher ab, dass du es nicht schaffst. Ich sage, kein Problem. Dann frage ich dich wegen Shopping Queen und sage, kannst du mir nur installieren? Du kommst an und sagst hier, ich stelle dir zwei zur Verfügung. Und danach verlangst du aber, dass ich meinen Gutschein für eine glatte Perücke benutze, obwohl ich mir Locken wünsche. Und dann habe ich das alles nochmal so zusammengefasst und dann hat sie endlich so die Wahrheit gesagt und dann meinte sie so, ja, sie arbeitet ja mit ihrem Mann zusammen und er hat halt das Audio gehört, wo ich gesagt habe, hier, es ist auch Werbung für uns beide und bla 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 und das fand er nicht cool, er hat sich irgendwie in seinem Stolz verletzt gefühlt oder sowas. Und außerdem, als sie mir das Angebot gemacht hätte mit den zwei Perücken, hatte sie ihren Mann nicht gefragt. Sprich, sie hat mir das Angebot gemacht und hat ihren Mann aber nicht um Erlaubnis gebeten oder so. Und als er das dann mitbekommen hat, dass sie mir einfach zwei Perücken zur Verfügung stellen will, beziehungsweise eine mir zur Verfügung stellen will, weil sie wollte ja gucken, wie viel Zeit wir haben, fand er es nicht gut, ist wütend geworden, hat sie verboten, keine Ahnung, was da abgelaufen ist. Dann hat sie mir das halt so erklärt, dann hat sie angefangen, sich zu entschuldigen und dann meinte sie, hier, wenn du noch keinen hast, ich spreche doch mal mit ihm, es tut mir leid, ich weiß, wie wichtig das ist und mit dem Fernseher und bla bla bla. Aber Leute, ich war einfach so, j'étais vraiment dégoûtée. Franchement, je vous dis, j'étais dégoûtée. Ich war einfach so genervt und so enttäuscht. Und ich habe auch echt in diesem Abend, wo die mir beide abgesagt haben, ich habe geweint, habe mich einfach so im Stich gelassen gefühlt. Und dieser ganze Druck und du bist eh nervös. Und wie gesagt, ich bin schwarz und wusste einfach nicht, okay, wie wird das? Ich will wenigstens mein Make-up und meine Haare sitzen. War echt traurig und verzweifelt, sage ich euch ehrlich. Und dann habe ich aber gesagt, so dass ich ihre Dienste halt einfach nicht mehr möchte, habe einfach so Danke gesagt. Wir sind uns dann auch auf Instagram entfolgt und so. Ich habe auch nie wieder danach mit ihr geschrieben und habe dann einfach dann angefangen zu suchen. Und dann gab es echt viele Mädels, die sich gemeldet haben, wirklich auch Mädels aus Saarbrücken, aus Stuttgart, die wirklich gerne gekommen wären, um mich zu schminken oder mir die Haare zu machen. Einfach mega, die sich alle über die Möglichkeit einfach gefreut haben, da mitzumachen. Und ich denke mir einfach so, wie kann man einfach so frech sein und sagen, hier, ich habe Werbung nicht nötig und bla 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 und so hochnäsig einfach tun? Weil, sorry, ich fand das einfach unprofessionell und das finde ich halt mega schade, weil ich immer versuche, Black Business zu unterstützen. Der Kunde ist König. Und man muss alles tun, um den Kunden zufriedenzustellen. Und man muss zu seinem Wort stehen. Das ist für mich einfach unprofessionell. Und ja, natürlich war es halt so, dass die anderen Leute halt nicht kommen konnten, weil so kurzfristig sich Urlaub zu nehmen, 3 Tage vorher, es war dann schon so Montag, Krise. Ja, und dann habe ich diese Alina gefunden auf Instagram. Sie hat mir dann auch sofort ihre Preisliste geschickt. Ich habe den Shopping-Queen-Leuten weitergeleitet.
Und meine Freundin kannte halt diesen Friseursalon, wo sie schon mal ihre Perücke hat färben lassen. Dann Punktevergabe, da wird man auch getrennt. Da waren wir auch in einzelnen Räumen, haben die Punkte vergeben. Und dann haben die sofort zugestimmt. Und so habe ich dann einen Friseur und einen Make-up-Artist gefunden. Also Leute, ich sage euch einfach, ich war wirklich mental, ich war fertig. Ich war einfach nur fertig. Und jetzt geht's mal los, wie es dann weitergeht. Ja, dann war halt der Typosierungsdreh dran und dann kamen meine Freunde, wir sind da hingegangen zu dem Lasertag. Die haben es bezahlt, Gott sei Dank, ich dachte schon, ich muss für alle bezahlen. Und dann haben wir Lasertag gespielt. Es hat echt Spaß gemacht, muss ich sagen. Ich konnte halt nicht die ganze Zeit spielen, weil mich haben die meistens so gefilmt und so weiter. Es ging schon so ein paar Stunden. So, hallo ihr Lieben, es geht jetzt weiter. Es tut mir sehr leid, ich hatte heute noch einige Termine, musste noch ein paar Sachen machen. Und dann habe ich noch die Zeit genutzt und habe mit meiner Freundin Content kreiert für Instagram. Und ja, hier bin ich nun. Es ist 0.30 Uhr und ich drehe jetzt dieses Video weiter. Zurück zum Thema Shopping Queen. Also, ich war da beim Typosierungsdreh, meine Freunde sind gekommen. Danach kamen die nochmal kurz zu mir nach Hause, haben sich nochmal so kurz die Wohnung angeguckt. Also die eine Frau, es gibt immer so, ich nenne sie mal Projektleiterinnen. Und dann am Montag ging es los. Wir haben halt vorher per SMS, glaube ich, oder per WhatsApp, ich weiß nicht mehr, die Adresse von der ersten Kandidatin bekommen. Und es ist wirklich so, dass man echt sich nicht vorher kennt, sieht oder sonstiges. Ich bin da angekommen, ich glaube, es war so gegen 8 Uhr morgens. Sie hat wohnt Gott sei Dank nicht so weit weg von mir. Dann musste ich halt diesen Dreh machen, wie ich da in ihre Gegend laufe. Und dann sollte ich sagen, was ich mir vorstelle, was hier für Menschen wohnen, wie sie wohl ist. Ich musste halt die ganze Zeit den gleichen Weg gehen, weil ihr müsst euch vorstellen, alles, was wir gemacht haben, also immer, wenn wir irgendwo hingegangen sind, das wurde immer mehrfach wiederholt. Du hast dann halt immer den Kameramann, ein Tontechniker, also Kameramann oder Kamerafrau, ein Tontechniker und diese Projektleitung. Ja, und dann musst du halt immer mehrfach gehen, weil die filmen dann die Füße, filmen den Körper, dann filmen das Gesicht und läufst die ganze Zeit denselben Weg, wirklich. Ja, und dann hieß es, okay, ich muss jetzt ein bisschen warten. Und dann dachte ich, okay, dann warte ich in meinem Auto. Und dann diese, nee, du kannst nicht zum Auto gehen, weil die nächste Kandidatin steht da an der Straße und du darfst sie nicht sehen. Und ich hatte halt um die Ecke von Kandidatin Nummer 1 geparkt. War ja im Januar, es war scheiße kalt. Wirklich, wir hatten so Pech. Es war immer so kalt. Und dann bin ich halt ins Einkaufszentrum gegangen, habe gewartet, bis die Läden aufgemacht haben, ich mir einen Kaffee holen konnte und. Und dann irgendwann, ich weiß nicht mehr, wie lange es gedauert insgesamt, ich habe bestimmt so 2 Stunden mindestens gewartet, hieß es, ich soll zurückkommen. Dann musste ich draußen drehen, wie ich zu ihrem Haus laufe. Und dann, ich weiß nicht mehr, ich glaube, sie hatte im 3. Stock oder so gewohnt. Und dann waren wir in jedem Stockwerk, war einer von uns versteckt, ganz nah an der Wand, damit sie ja nicht durchs Treppenhaus guckt. Wir durften nicht gucken, uns nicht bewegen. Und dann durfte nach und nach eine in die Wohnung. Und dann haben wir uns erst wirklich das erste Mal wirklich quasi kennengelernt. Also so, wie ihr das im Fernsehen seht. Das war echt kein Fake. Also zum Beispiel, wenn ihr, ich habe gerade eben Kerzenstände, ihr trinkt und so weiter und dann müsst ihr es nochmal für die Kamera machen. Also ohne zu sprechen, Schnittbilder. Das heißt einfach hier das Glas nehmen, trinken, zurück. Die ganze Zeit. Und dann heißt es, ja, und Sonja, jetzt schaust du Pia an, lächle Pia an und tu jetzt so, als hätte Pia was Lustiges gesagt. Ja, lach jetzt einfach. Ja, jetzt nickt der Pia zu und jetzt guckst du nochmal zu Pia. Jetzt guckst du nochmal zu Pia. Ja, ne. Und das Ganze wird dann die ganze Zeit gefilmt. So vergeht die Zeit. Wir durften auch irgendwie außerhalb der Kamera, sollten wir nichts Lustiges sagen oder lachen. Also wenn wir gerade irgendwie einen Joke gemacht haben oder sonstiges, dann hieß es, Moment, wir müssen chillen. Es wurde versucht, so viel wie möglich es geht aufzunehmen. Kam diese DVD und wir haben echt wirklich in dem Moment das Motto erfahren. Also man erfährt das Motto auch nicht irgendwie vorher oder sowas. Und ich glaube, ihr konntet alle an meinem Gesicht sehen, dass ich nicht begeistert war von diesem Motto. Ich habe vorher echt noch gesagt, ich möchte kein Motto, das auf ein Kleidungsstück eingeschränkt ist, von wegen Jacke oder sowas, Hose. Und es war dann einfach Kleid und ich dachte so, oh. Genau das, was ich nicht wollte. Aber naja, kann man nichts machen. Wir halt noch mal ein bisschen drehen. Die Pia musste noch ein bisschen drehen. Ich glaube, bis Pia shoppen gehen durfte, war glaube ich schon 15 Uhr oder sowas. Ich wiederhole, ich war um 8 Uhr schon da. Also ihr seht, wie lange das einfach dauert. Ja, und dann wird man immer in so Pärchen aufgeteilt. Also jeden Tag bist du immer mit einer anderen Person, mit der du diese Einzelinterviews führst, wo dann halt immer so Fragen gestellt werden. Und es ist halt echt so, dass wir auch nicht dieselben Sachen machen dürfen. Das heißt, das Zweierteam darf dann zum Beispiel an ihren Kleiderschrank die Klamotten anprobieren, angucken. Die anderen durften sich dann die Schuhe angucken. Aber die Mädels waren alle echt super lieb. Größtenteils.
Und das Fernsehteam war auch mega lieb. Also die Leute hinter der Kamera waren sehr, sehr lieb. Aber man hat einfach gemerkt, wie man halt immer so manipuliert wurde und so gepusht wurde von der Projektleitung, sag ich jetzt mal, gewisse Sachen zu sagen oder sowas. Also es wurde immer schon so ein bisschen provoziert und manipuliert und du wurdest halt dazu gedrängt, Sachen zu machen. So vergeht dann der Tag, ehrlich gesagt. Ja, und dann irgendwann durften wir dann, was heißt durften wir, mussten wir halt ins Fernsehstudio fahren, also ins Filmstudio fahren. Es ist auch echt so, dass du halt dich darum selbst kümmern musst. Also du musst dich selbst jetzt darum kümmern, wie du dir zu den Kandidaten kommst, wie du ins Studio kommst und so weiter und so fort. Zum Studio sind wir halt essen gegangen. Und dann mussten wir direkt los ins Studio und da war das gleiche Spiel. Also die ganze Zeit halt drehen, wie wir zu diesem Eingang laufen und dann nochmal und dann nochmal und dann die Füße. Ja, die Füße nicht vergessen. Und da muss man sich auch echt übermerken, die Reihenfolge. So, wer ist als Erste reingegangen? Wie habt ihr eure Jacken abgelegt? Weil es wird immer wieder gedreht und es muss halt immer gleich aussehen. Dann kam halt die Pia und ich muss sagen, es war mega aufregend. Man war echt nervös. Ich glaube, die jeweilige Kandidatin auch. Es war echt ein mega Gefühl und echt cool, da zu sitzen. Als wir quasi das Feedback gegeben haben am Laufsteg, war es halt echt so, wenn du zum Beispiel sagst, ja, das Outfit gefällt mir gut. Ja, und was ist mit den Schuhen? Ach, willst du nichts zum Hut sagen? Und was sagst du zu den Haaren? Und was sagst du dazu? Also, es wurde dann immer so nachgefragt, so damit du ja noch was sagst. So. Ja. Und den ersten Tag waren wir echt locker bis, ich weiß nicht. Ich glaube, wir waren bis 0 Uhr im Studio. Also wenn ich das sage, echt, ich bin um 7 Uhr aufgestanden bis 0 Uhr. Es ist echt anstrengend. Und es ging dann die nächsten Tage, ehrlich gesagt, so weiter. War halt echt immer dieses früh aufstehen, dann dahin fahren. Und jetzt haben mich alle Mädels in Köln gewohnt. Und dann muss man halt dahin fahren. Und das Schlimmste war halt immer dieses Warten. Wir mussten immer, immer warten. Wir kamen dann an, dann dreht ihr euren Teil, wie ihr da hinlauft zur Wohnung, also auch an Tag 2, dienstags, und dann warten. Und es war einfach verdammt kalt. Und dann steht ihr da draußen, ihr friert euch einen ab und ihr müsst warten und die Stunden vergehen. Und ich habe das nicht verstanden, was die immer so lange machen, weil wir fangen um 9 Uhr an, die sind schon um 7:30 Uhr bei der Kandidatin und wir warten trotzdem bis 12 Uhr oder sowas, ja. Das ist ja Wahnsinn. Gott sei Dank konnten wir ab und zu halt im Auto warten, bis die Zeit halt vergeht und bis wir rein durften. Aber es war echt immer so, dann sagen wir, ja, okay, ihr könnt schon mal zur Haustür. Dann gehen wir schon mal zur Haustür, dann drehen wir die Szene 10.000 Mal. Ach ja, jetzt dürft ihr ins Treppenhaus. Und dann dürft ihr, also es dauert ewig, bis man endlich in die Wohnung rein kann. Und zwar jeden Tag so. Tag 2 waren wir ja bei der Jenia, es war auch sehr schön. Und wie gesagt, es ist halt echt immer einfach so, zum Beispiel, ich musste ja an so ein Sportgerät, dass die dann sagen, hier, probier doch mal das Gerät aus. Die Tage waren eigentlich immer ähnlich. Das heißt, da, ne, Kleiderschrank ziehen, Wohnung, Sachen machen, abends dann ins Restaurant und dann auf die Kandidatin warten und, und.